PT heißt dieses Spiel. Das gibt's im PlayStation Network für PS Plus Kunden. Wir wissen schon, was sich ganz am Ende dahinter verbirgt. Wenn ihr es noch nicht gesagt habt, wir wollen es euch nicht verderben, guckt einfach mal zu. Egal, ob ihr es wisst oder nicht, das wird gleich eine fiese Jumpscare-Kotzmühle und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mich dazu habe breitschlagen lassen. Das ist Daniel Veit. Hi. Ich bin Michael Obermeier und auch wenn der Name es naheliegt, es hat gar nichts mit dem Pete's Meat-Kanal zu tun. So, das ist ein First-Person Horrorspiel. Das hab jetzt nicht ich gemacht, das ging irgendwie von selber. Also First-Person-Spiel, Horror, wurde auf der Gamescom gezeigt. Mit einem kurzen Teaser, Leuten, die erschrecken. Und dann hieß es, könnt ihr jetzt runterladen und ausprobieren. Und wir haben es dann einen Tag später runtergeladen und probieren es jetzt gerade aus. Und ihr seid live dabei. Ich sehe gerade, das zuckt hier ein bisschen. Ist das normal? Another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger trend such as employment, child care, and other social issues facing the average family. Wow. Warte mal, waren wir hier nicht gerade? Das ist derselbe Gang. Also ich hoffe, das ruckelt jetzt bei euch nicht. Weil bei uns im Aufnahmefenster zuckt es ein bisschen. Das ist jetzt aber nicht wie bei SCP, oder? Dass man hier so lange langläuft und eingelullt wird, bis dann irgendwann der Boomer kommt. Jumpscare reinläuft. Oh na. Oh, der Radio ist aus. Ah! Nee. War es immer noch 23:59? Ist es denn hier immer 23:59? Kurz vor 12! Ich geh mal hier raus, was sagst du denn dazu? Ja, genau. Nix. Ich mag nicht mehr, ich mag jetzt schon nicht mehr. Da ist zu, ich muss mich umdrehen. Wenn du dich umdrehst, da steht da jemand. Hi. Boah. Boah, ich pack das nicht. Warum muss ich immer sowas spielen? Da. Oh! Alter! Ich geh da nicht rein. Da klopft einer. Wieso soll ich denn da aufmachen? Bist du bescheuert? Wie gehst du denn dann dran vorbei? Soll ich da mal aufmachen? Ich weiß es nicht. Okay. Nee, ich pack das nicht. Ganz ehrlich. Ich beug mich nicht vor, um leiser zu machen, sondern nur, weil ich es an der Bandscheibe habe. So, und jetzt? Umdrehen und Jumpscare. Jumpscare! Wie spät ist? Ja, hier vergeht. Okay. Sehe ich gerade da oben, da leuchtet so eine. Oh. Na ja, wurscht. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, der ist wieder offen. Hm. Wollen wir denn schon irgendwas verraten? Also wir wissen ja auch nicht, was hier gleich passiert, aber... Wir sagen jetzt erstmal gar nichts. Na gut. Ich glaube, dass man am Fenster gepackt wird. Da ist wieder die Tür. Vorsicht. Doch nicht auf.
Jetzt, da hast du gesehen? Was denn? Da war gerade Ladesymbol. Ja. Boah, es ist. Ah, es ist schon so. Mm. Ganz ehrlich, wenn das ganze Spiel so ist, dann ohne mich, ne? Oh oh. Oh oh. Oh, jetzt steht jemand hinter uns. Jetzt steht 100 pro jemand hinter uns. Jetzt steht 100 pro jemand hinter uns. Tja, der weiß aber nicht, dass ich rückwärts gehe. Dreh dich um! Dreh Nein, dich um! Ich gehe rückwärts. Dreh dich halt um! Ha! Nee. Ha. Und jetzt steht jemand hinter uns. Magst du vielleicht weiterspielen? Nee. Ey, du bist der Wahnsinn. Ja, die Tür ist offen. Die Tür ist auf. Buh. Da weint wer. Oh nee. Oh nee. Fuck me. Ganz ehrlich, ich hab seit Zeiten ersten Slender nicht mehr so Schiss gehabt beim Spiel. Und ich werde Cry of Fear dann doch nicht spielen. Geh mal wieder zu der Tür, ob du jetzt da. Die Tür? Ja. Ah. Nee, aber jetzt. Ja, wie oft soll ich mich denn noch umdrehen, um deine Schritte? Du musst da irgendwie rein und versuchen zu interagieren mit der Tür. Ich kann ja nicht interagieren. Wo das Baby da weint. Bäh. Ich kann nichts machen. Ich kann echt nichts machen. Ich kann, ich schau mal kurz in die Optionen, ob es irgendwie was. Nee, ne? Nee. Ja, wie soll ich denn da reinkommen? Vielleicht wieder raus? Wo raus? Wo wir hergekommen sind durch die Tür. Habe ich da nicht vorher geschaut? Ich glaube nicht in dem Durchgang. Nee. Jetzt steht jemand da. Nein. Aber wäre das so billig, dass man jetzt die ganze Zeit mit einem Jumpscare rechnet und dann kommt der? Ja, das will mir. Ich komme da halt nicht rein. Vielleicht nee. Die Haustür habe ich noch nicht probiert. Die Haustür oder? Jetzt, ja. Ja, mei, was soll ich machen, ne? Die Tür nochmal. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da kommen die ganzen Kakerlaken raus aus dem Raum. Aber ich komme da nicht rein, da ist eine Toilette drin. Hm. Nochmal eine andere Tür versuchen irgendwo? Oder waren da noch andere? Nee. Boah, die Klangkulisse ist übel. Ja. Ich finde auch die Optik ganz schön gut. Ja. Fox Engine, oder? Ich nehme es an. Nee. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe echt langsam keine Lust mehr. Kannst du denn an die Garderobe vielleicht irgendwie ran oder so? Also egal, welchen Knopf ich drücke, es passiert nichts. Boah. Ich muss bestimmt da rein, aber ich weiß ja nicht wie. Es liegt doch, vielleicht liegt irgendwo ein Schlüssel. Nee, brauche ich ja nicht, ist ja schon offen. Da ist ein Schlüssel, aber kann ich nichts machen. Ja, Michi, was soll ich tun? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist alles, das gehört alles dazu, glaube ich. Dass irgendwann was ist, oder wie? Ich glaube, dass wenn du so frustriert da irgendwie jetzt weiter tust. Dafür dauert es aber schon ganz schön lang. Ja, aber ich glaube, das gehört alles dazu. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Geh mal in die Uhr. Du kannst mit keiner Taste irgendwie interagieren. Ich kann mit keiner Taste irgendwas machen. Das Fenster kriegst du auch nicht auf, oder? Du sitzt ein bisschen angespannt da, kann es sein. Nee. Nur leicht.
Ja, liebes Spiel, ich würde mich ja dann auch von mir aus gern erschrecken lassen. Was liegt denn da was im Eck? Flaschen halt, wie bei dir daheim. Aber es passt, ich weiß halt nicht, was ich für dich tun soll, liebes Spiel. Ich würde ja gern da reingehen. Was ist hier oben? Kaputte Lampe. Nee. Tja, und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich will mich aber auch nicht aufhören, Fett anzusparen. An den Bildern kann man auch nichts machen, oder? Auch jetzt fieser, magst du mal schnell währenddessen googeln, wenn ich hier rumlaufe? Ist blöd, oder? Ist blöd. Vielleicht hier so ein Bonbon. So, oh, krass, was da, wie viel Zeug da rumliegt. Voll die Tabletten und alles. Und Smarties. Man muss hier bestimmt rein, aber ich komme hier nicht rein, ich kann nichts machen. Was ist denn da an der Wand rechts? So ein Blutfleck, oder? Ja, nur so kaputte. Also wenn ich dann da rangehe, dann weint sie halt immer schlimmer, aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Ich kann alle Knöpfe drucken. Boah, ich kann sogar zoomen. Du kannst auch nicht mit dem Touchpad irgendwie wischen oder so, dass er da irgendwas macht? Ich kann nur das Touchpad drücken. Und da kann ich auch nicht mehr machen. Tja, was nun? Ich weiß es nicht. Ja, das war PT. Danke fürs Zusehen. Das ist wenigstens der Jumpscare erspart geblieben. Ich glaube, ich google das trotzdem mal schnell. Tu das. Wie das irgendwie zu lösen wäre. Das war scheiße, das verpasse ich bestimmt den einzigen Erschrecker, aber... Er wollte ja auch erschreckt werden. Notfalls wird halt nur ich erschreckt. Aber ich habe ja schon das Alter. Drücken wir mal kurz an dieser Stelle auf Pause und dann kurz nach, was man machen muss. So, der Trick ist, diese Zoom-Funktion muss man benutzen, um an Sachen genauer hinzugucken. So geht das irgendwie. Dann fange ich einfach mal hier hinten an, oder? Ja. Nüscht. Okay. Nüscht. Ja. Nüscht, die Bilder, also war kein großer Freund der Kunst. Ah! Poi suo indice scriolo. What Italienisch. The shit. Guck mal auf die Uhr. Okay. Meinst du, man kriegt einen akustischen Hinweis, wo man hinschauen kann und wo nicht? Ja, weiß nicht so recht. Mal reinschauen. Ja. Oh, da ist die Tür aufgegangen. Aber du hast es reingeguckt, oder? Ja. Fuck. Boah, warte mal, boah. Okay, was? Boah. Ich dachte, er hat jetzt voll die Fratze gehabt. Da lacht wer? Wer lacht da? Es wird da gelacht. Ah. What the shit? So eine. Das kommt mir aber irgendwie bekannt. Haha, das ist wie in diesem einen Film. Das ist ein Kurzfilm. Ich würde da nicht, ich würde eher weg. Ich muss da lang, glaube ich. Aber die Figur kam mir irgendwie bekannt vor. Von der Statur. Das ist die, die auch bei mir nachts im Gang immer steht. Fuck. Ich nenne sie Udo. Oh nein, Udo. Oh nein, die Tür ist auf. Ja, Zeit wird's, ich wollte eh.
Oh, cool. Es ist Doom 3. Nein. Oh. Jetzt steht sie da. Oh, aber geiles Licht. Das ist mein Bart. Naja, das ist schon ein bisschen siffig. was ist denn das? Das ist irgendein... Ist das ein Embryo, so komisch? Jetzt ist es ein Dings da. Hat er ein Spiegelbild? Ja, schon, aber er hat kein Spiegel. Guck das mal an, ob man da irgendwie auch so ein Ding... Boah. Tür ist auf! Da kommt jemand rein, Mann! Ja, ich meinst, ich dreh mich jetzt um. Boah, wie halt mein Herz geht, gell? Dreh dich halt um! Ich will nicht. Hallo! Ne. Hallo, er ist besetzt. Tür ist auf! Hallo! Ach Leute, ihr spitzt doch. Soundkulisse wird auch immer krasser. Ah, ein Ladescreen. Ihr Fucker! Wo ist mit der Taschenlampe? Ist sie noch an? Ja, ja, ist aber dunkel. Nicht mehr gut. Da schnauft irgendwas. Fuck me. Da ist irgendwas. Wo ist da was? Da gerade irgend so eine Gestalt rausgeguckt. Wo raus? Aus dem Bad. Ach, komm. Naja. Das war ein sehr befreiender Schrei, wenn ich das mal sagen darf. Boah, Gott sei Dank eher so die Standard. Fresse, muss ich jetzt bald sagen. Da war es davor schlimmer, aber okay. Aber ich glaube, wir haben es falsch gemacht. Ich glaube, man kann da rauskommen, ohne drauf zu gehen, oder? Nee, oder? Muss ich jetzt von vorne anfangen? Lass mich mal. Wie, lass mich mal? Wie, was heißt falsch gemacht? Was hätte ich denn anders machen können? Ja, nicht vom Mörderkind umbringen lassen. So, wie geht das? Wie macht man dieses Zoom-Zeug? Rechter Stick reindrücken. Achso, das ist das letzte Level, glaube ich. Aber wie sollst du denn dem entkommen? Wie hast du die Steuerung eingestellt? Für Invert. Doof. Einfach Dreieck drücken. Achso, halt. Ja, Espanol. So. Eieieiei. Ich glaube, ich muss das einfach mal Kette geben, oder? Meinst? Aber wohin? Hast du gesehen? Da war gerade schon. Du bist ja da so blöd in die Ecke gelaufen. Ich muss hier einfach weiter. Okay. Oh, hast du gesehen von hinten? Nee, wo siehst denn du hinter dich? Im Schatten. So, und jetzt? Versuch's wieder dahin. Jetzt kommt sie von hinten. Oh, scheiße, da ist sie. Ja. Und da ist sie. Wo denn? Was siehst denn du da immer? Listening.
another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. Das ist schon, die steht ja schon da. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die sich so richtig bewegt, meinst du? Dass die richtig so als Figur. Oh, schau dir das Bild an. Es fuckt mich richtig hart ab. Und dann halt nochmal hier rein luren. Luren sie. Komisch, aber wenn er so nah ranzoomt, dann kam doch immer was, oder nicht? Vielleicht mal das Telefon benutzen. Da war doch irgendwie gerade die Telefonnummer, oder? Ach so. Nee. Das ist die Oma von Gerhard Polt. Was liegt denn da eigentlich? Vielleicht doch nochmal ins Bad gucken? Da ist doch was, da hat sich doch gerade was bewegt. Was macht da eigentlich immer diese Schwinggeräusche? Bestimmt die gruselige Hollywood-Schaukel da draußen oder die Lampe hier. Was war denn gerade, als sie uns erwischt hat? Was habe ich da gemacht? Weiß ich nicht. Ich wäre halt instinktiv wieder zu diesem Ausgang gelaufen. Warte mal, leuchtet das von hier aus irgendwie anders? Nee. Da steht da Gouge it out. Was heißt denn das? Keine Ahnung. Mir nicht bekannt, die Vokabel. Tür hinten hast du schon wieder probiert, oder? Die meinst du? Am Ende. Probier die doch nochmal. Was war denn hier eigentlich? Wir gucken immer auf diesen Farn und da kommt gleich so ein Horrorgeräusch. Aber sind nicht die Türen, durch die man gehen kann, immer zumindest angelehnt? Das ist die längste Minute meines Lebens. Ja, wir müssen wieder irgendwie. Schau mal, da ist doch irgendwie was. Siehst du das? Da ist halt immer noch genauso viel oder wenig wie vorhin. Du willst, dass ich genau in den richtigen Winkel da reinguck? Was ich nicht verstehe, wo hat sie uns denn vorher erwischt und warum erwischt sie uns jetzt nicht mehr? Warte mal ganz kurz. Das ist auch gehen. Stick reindrücken ist auch. Und da hast du schon mal hingesummt, oder ja? Was heißt denn Gouge it out? Sollen wir noch mal eine kurze Google-Pause machen? Nee. Ist ja peinlich. Ja, aber was sollen wir denn tun? Sind die langsamsten Demo-Spieler der Welt. Ja. Wir holen da halt richtig Value raus. Stanley Parable auch 3 Stunden gespielt. Das war aber wenigstens lustig. Das ist ja auch lustig. Ja, super. Die Zuschauer. Das ist einfach nur zum Totlachen. Wie seine Frisur. Das muss doch hier sein, oder? Guck mal nur die Klinke an.
Wie hast du das eben gemacht, dass sie da so zugezogen hat? Ich habe einfach da in den Spalt reingeschaut. Keine Ahnung. Es fuckt mich viel zu hart ab. Also was? Guck nochmal nach. Bis gleich. Bis gleich. So, wir haben jetzt ein bisschen in so ein Walkthrough reingeguckt. Da wären wir in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Also, irgendwie ging es darum, erstmal hier hingucken. Haben wir das nicht schon gesehen? Das ist das mit der Zahl, oder? Und dann war die Rede davon, man solle im Pausenmenü hier, wo die Helligkeit da ist, Gouge it out, die so hochdrehen. Aha, Ladescreen, und jetzt? Da wird nur gespeichert. So. Jetzt warte mal. Hätte gerade eben nämlich, also in diesem Walkthrough ging es darum, muss an der richtigen Stelle die Helligkeit hochdrehen und dann an diesem Bild was machen zu können. Das war aber hier, glaube ich. Ah. Geh doch nochmal zurück zu einem anderen Bild von ihr. Mhm. Da war doch vorhin so irgendwie in dem Box so ein schwarzer Fleck drauf oder so. Oder war das noch? Nee. Man muss schon irgendwie in der richtigen Reihenfolge alles angucken. Aber da fehlt dir doch jetzt bei dem Bild von ihr an der Wand, da fehlt dir doch so ein Fetzen. Mhm. Dass man den irgendwo anders drin findet, meinst du? Keine Ahnung. Was hat sie jetzt da gerade? Was stand da? Das war nur das, was unten stand. Dieses Zeigen kannst du es verstehen. Warte mal, ich mache jetzt nochmal kurz hier das mit dem... Nee. Falsch davor oder so? Mal das Telefon vielleicht gucken wegen der Nummer? Hast du die Nummer gemerkt? Hier ist doch nochmal so ein Bild. Randbemerkung, wie cool die ganzen Gegenstände ausschauen. Sieht allgemein ziemlich cool aus. Aber trotzdem wäre es schön, wenn es irgendwie vorwärts ginge. Kann man denn hier irgendwie...
Wait forever if you just come. Wenn wir waiten hier forever. Sie wartet ja für immer, bis wir kommen. Ja. Jetzt gibt's auch nichts mehr anzuschauen, oder? Wir alle schon tausendmal gesehen. Aber war nicht vorher was, dass er da irgendwie hingezoomt hat, der an das Bild, und auf einmal war so ein schwarzer Klecks auf ihrem Gesicht. Mhm. Was heißt denn Gouge? Ich dachte, das heißt ausbrennen. Bin mir nicht sicher, was ausdrücken heißt oder so. Gouge it out. Ja, wenn es ausdrücken heißt, vielleicht die Zigarette. Die glimmt aber nicht mehr, oder? Die dann... Eine von denen? Nee. Was liegt denn da? Schokolade, Kekse. Mann, der Waffe schnitten. Na, schau mal. Ah, das taucht da gerade was auf? Ist doch jetzt hier schon so ein schwarzer Fleck, ja. Oder nicht? Ja, war der nicht. War der nicht vorhin schon da? Nee. Geh nochmal dahin zu ihr. Nee, es ist nur der Winkel. Dann war es echt nur der Winkel. Ja, was nun? Wäre langsam ein bisschen ungeduldig, gebe ich mal zu. Wir gucken nochmal in den Walkthrough. So. Angeblich bei dem Bild irgendeine Taste drücken. Wer kommt denn auf das? Nachdem jetzt die ganze Zeit keine Taste funktioniert hat, okay. Alrighty. Und dann? Oh, da steht was da oben. Forgive me, Lisa, there's a monster inside of me. Und nu? Gewittert's draußen, oder? Ah! Da steht wieder was an der Wand. Wo? Da rechts. Da links. Da. I can hear them calling to me from... From where? Not that anyone cares. There's a monster inside of me. Okay, ist irgendwie ein Bad. Bad ist besetzt. Ihr Fucker. Boah, was kommt denn da oben? Das ist eine sehr subtile Falle, oder? Ist ein Kühlschrank voll mit Leiche? Oder voll mit Siffe? Was, ich kann da durchgehen, ohne zermanscht zu werden? Probier's. Warte mal. Jetzt schon sagen, das ist ein Spiel, das ihr mit Kopfhörern spielen müsst. Weil die Soundkulisse ist der absolute Hammer. Der lebt immer noch, gell? Weißt du, was mich das erinnert? Was? Eraserhead, kennst du den? Ja. Boah, das, das fuckt mich gerade so hart ab, Mann. Ja? Bist du überhaupt noch im Bild? Da hast du das schon erfolgreich.
Boah, die Geräusche sind echt krass. Lauf! Dreh dich nicht so schnell um. Es ist momentan immer das Gleiche. Kann das sein, dass wir irgendwas machen müssen? Kann sein. Magst du mal in den Walkthrough linsen? Nee. Nee? Dann find's raus. Wir haben ja Zeit. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur eine Masche ist, dass man uns glauben lässt, dass es immer das Gleiche ist, dass wir halt hier die Abwehrmechanismen runterfahren. Ich guck nochmal zu dem, wie es mit dem Herzschlag da auch ist. Oder was das da ist. So, boah. Da ist so der Pieper von der Muppet Show in klein. Ich gehe jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass es mich dann erschlagen wird, an die Tür. Leck dich gar nicht. Kannst du da oben hinzoomen? Also zum. Spaßeshalber noch mal eine weiter. Oh, was ist hier? Soundeffekte klingen wie in System Shock 2. Dieses Getöse. Hat das jetzt irgendwas geändert? Wow, 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 wow. Ah. Wird es weniger Geschrei oder mehr oder? Das ist immer noch Hello. Warte mal. Wie habe ich denn das eben gemacht? Oder was ein Grafikfehler, dass das weggegangen ist? Ich bin doch eben umgedreht. Jetzt ist einer weg, tatsächlich. Alter, das fuckt mich viel zu hart ab. Und das Ausrufezeichen mag nicht weg. Es wird, dass ich mich auf jeden Fall da umdrehe. Jetzt ist es weg. Jetzt sagt aber irgendjemand Hello, oder? Jetzt im Bad, oder? Da drin, oder? Wie denkt sich denn das Sounddesign aus?
Musst du nochmal leiser machen, sonst werd ich bekloppt. Alter, mir läuft die Soße runter. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Nee. Ich gucke weg, ich gucke hin, ich gucke weg. Wir können nicht beeinflussen, in welchem, welche, dass man irgendwas schreiben muss, weißt du? Vielleicht muss ich dann nochmal hingucken, wenn es weg ist, dass dann irgendwas total Übles dasteht. Ich gucke nochmal kurz in den Walkthrough. Ja, wir haben uns entschlossen, wir machen jetzt hier mal kurz eine Pause und spielen in der nächsten Folge dann weiter. Bis dann, ciao. Ciao.